Inktober. Ich habe mich so lange drauf gefreut, ich habe lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Jeden Tag einen Monat lang ein Kunstwerk mit einem neuen Medium, was ich noch nicht beherrsche. Mit strikten Vorgaben. Und ja, wie gesagt, jeden einzelnen Tag. Ich wurde Gott sei Dank mit dem Glück gesegnet, dass ich mich recht schnell an neue Medien gewöhne, recht schnell Spaß daran finde und eigentlich immer ziemlich in einem kreativen Mindset bin. Deswegen dachte ich, es würde relativ einfach werden, also den Umständen entsprechend. Wie es wirklich gelaufen ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Und ihr werdet natürlich die Kunstwerke der ersten 8 Tage sehen. Also die Kunstwerke von diesem Wochenende sind noch nicht dabei, weil ich muss ja noch schneiden, dass hier, was ihr gerade seht, aufnehmen. Es dauert länger, als ihr denkt. Ich zeige euch erstmal, welche Inktoberliste ich benutzt habe. Denn wie gesagt, man bekommt eine Liste, jeden Tag ein Wort und dazu muss man ein Kunstwerk erschaffen. Ich habe die offizielle Inktoberliste benutzt. Ich blende sie euch hier mal ein, falls ihr noch ganz schnell mitmachen wollt und sie noch nicht gefunden habt. Also gut, fangen wir direkt einmal an mit dem allerersten Tag und das ist der Tag Kristalle. Ich habe tatsächlich eigentlich vorgehabt, für jeden Tag etwas aufzunehmen, also ich, wie ich mich vorbereite, auf die Idee komme und die Skizze erschaffe. Aber das Video wäre so verdammt lange geworden, wenn ich das gemacht hätte. Außerdem hatte ich keine Lust, bin mal ehrlich mit euch, mich jeden Tag hübsch zu machen für die Kamera. Und zusätzlich habe ich meistens sehr, sehr spät abends oder nachts gefilmt, weil ich vorher halt nicht zu meinen kam und ich wollte meinen Freund nicht wecken oder meine Katzen verstören. Also wie gesagt, Tag 1 Thema Kristalle. Ich hatte schon ganz schnell eine Idee für dieses Thema, denn ich habe vor einiger Zeit einen Fuchs gemacht in einem Wald und ich wollte ihn einen kleinen Freund geben und hatte da eh schon an einem Hirsch gedacht. Und dann dachte ich einfach, komm, ich mache seine Hörner, sein Geweih aus Kristall. Insgesamt finde ich die Idee immer noch super. An der Umsetzung kann man arbeiten. Ich finde, die Kristalle gehen ziemlich unter im Bild. Sie sind auf jeden Fall nicht der Fokuspunkt. Muss auch nicht, aber ich hätte das Geweih einfach viel größer und krasser machen sollen. Auch wie ihr später sehen werdet, ist der Hirsch ein bisschen zu dunkel. Übrigens sieht er auch nicht aus wie ein Hirsch, sondern wie ein Elch mittlerweile. Also sagen wir einfach, es ist ein Elch jetzt. Keine Ahnung, er springt halt nicht aus diesem Hintergrund hervor. Dennoch mag ich ihn mittlerweile ganz gerne. Es ist ein interessantes Bild. Man muss ihn halt so ein bisschen entdecken und das Geweih wirkt so ein bisschen out of place. Aber hey, passt. Bezüglich der Tusche, der Feder und dem Arbeiten damit, es verlief eigentlich alles ziemlich gut. Ich bin wieder schnell reingekommen, habe diesmal tatsächlich ein paar Mal getropft, was schade war, aber ich habe keine fatalen Stellen getroffen mit den Tropfern. Und ja, lief eigentlich ganz gut. Ich musste tatsächlich hier am allerersten Tag direkt schon den ersten Tag überspringen. Also ich habe dieses Bild und das nächste am 2. Oktober gemacht und nicht am 1. Ich hatte wirklich einfach keine Zeit. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe wirklich darauf hingesehen und dann hatte ich an dem Tag einfach keine Zeit. Ja, traurig aber wahr. Ich habe dann später auch den Pinsel benutzt, um den ganzen Hintergrund schwarz anzumalen und ich weiß nicht, was ich bei meinem Fuchs damals richtig gemacht habe und hier falsch. Vielleicht ist es auch nur das Papier, aber irgendwie wurde es so patchy und es ist richtig durch das Papier durchgesickert. Es war nicht sehr, sehr schön. Es gefällt mir immer noch nicht. Ich bin am Überlegen, nochmal drüber zu malen, aber ich habe halt auch irgendwie Angst, das Papier komplett zu ruinieren, denn das Papier ist wirklich grausam. Und da fällt mir übrigens ein, dass ich noch gar nicht gesagt habe, welche Medien ich hier benutze. Also ich benutze Tinte, wie gesagt. Logisch. Und zwar benutze ich das Set von Upgrade. Nicht gesponsert hier an dieser Stelle. Ich kann euch die Upgrade-Box aber mal in der Infobox verlinken und direkt meinen Rabattcode. Der funktioniert nämlich immer, falls ihr auch Interesse daran habt. Ich mag es sehr gerne. Die Tinte ist toll, die Federn sind toll, man hat eine große Auswahl. Man sollte sie nicht zu lange im Wasser stehen lassen, denn sie rosten. Den Fehler habe ich bereits gemacht. Das Buch allerdings, das kann ich euch nicht empfehlen. Das ist von Hahnemühl, was eigentlich eine echt gute Marke ist. Ich printe darauf meine Prints. Aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Es war sehr dünn.
Es wälte sich sehr schnell, es wurde schnell friemelig und es war recht teuer. Also ja, das kann ich nicht empfehlen. Ich habe sogar überlegt, ob ich abbreche mit dem Buch und einfach auf Papier weitermale. Habe ich aber nicht gemacht. Ich liebe Skizzenbücher zu sehr, um sie einfach nicht zu nutzen. Und ich hatte jetzt schon angefangen. Machen wir weiter mit Tag 2. Am Tag 2 hatten wir das Thema Anzug. Suit, um ganz genau zu sein. Also ihr wisst ja, ich vermeide es liebend gerne, Männer zu zeichnen. Ich krieg's einfach nicht hin, so kantige Gesichter zu machen. Vor allem Bartstoppeln, vor allem dann auch noch mit einem Medium, womit ich noch nicht sehr vertraut bin. Also, was habe ich gemacht? Ich habe am Anfang nach Frauen in Anzügen geschaut und dann bin ich irgendwie in die Sektion Hochzeitskleider gerutscht. Aber Anzugshochzeitskleider für Frauen, was ziemlich fresh ist, muss ich hier mal sagen. Und da habe ich dieses wunderschöne Bild hier gefunden. Es wirkte ein bisschen schwer, aber ich wollte mich ein bisschen challengen, gucken, ob ich mit so einem pigmentierten Medium wie Tinte etwas Transparentes darstellen kann. Es hat einigermaßen geklappt. Ich habe mich auch hiermit über die letzten Tage angefreundet, also mit diesem Bild. Aber es ist jetzt nicht das Beste, was ich je erschaffen habe. Und das Transparente ist auch nur so mehr. Aber ihr Gesicht sieht gut aus. Damit bin ich sehr zufrieden. Als nächstes kam Tag 3 offensichtlich, nach Tag 2. Und an dem Tag hatten wir das Thema Vessel. Vessel lässt sich in verschiedenen Richtungen übersetzen auf Deutsch. Unter anderem in das Wort Gefäß. Ja, und hier hatte ich auch schon ziemlich schnell eine Idee. Ich habe nämlich einfach ein Gefäß gemacht, was so ein bisschen so aussieht wie ein Hexentrank. Sehr simpel, sehr schlicht. Ich hatte an diesem Tag ehrlich gesagt nicht sehr viel Zeit, deswegen musste das schnell passieren. Also ja, habe ich einen Hexentrunk, ein Lucky Potion oder einen Glückstrank erschaffen. Und da drin befindet sich halt so eine Flüssigkeit, die aussieht wie eine Katze, weil Katzen mich glücklich machen. Ich find's cool. Was sagt ihr? Das Endergebnis ist so. Wieder irgendwie, wenn ich es vergleiche mit dem Rest, gefällt es mir doch nicht so. Ich hätte es lieber farbig gemacht. Vielleicht mache ich einen Sticker oder so daraus. Hättet ihr sowas gerne als Sticker? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber erstmal weiter mit Tag 4. Am vierten Tag hatten wir das Thema Knot, also Knoten. Ich habe ziemlich lange überlegt, was ich hier malen soll. Ich habe ehrlich gesagt bei Pinterest einfach nur Knot eingegeben und irgendwann sind ganz viele Bilder von hübschen Frauen mit so geknoteten Haaren aufgetaucht und dann dachte ich so, perfekt. Ich male gerne hübsche Frauen. Also habe ich das gemacht. Die Skizze lief sehr gut. Das war auch insgesamt einfach ein Medium, was mir liegt. Tusche war auch wieder so meh. Und mittlerweile mag ich es, keine Ahnung, das ist glaube ich einfach so ein Tick von mir. Am Anfang finde ich meine Bilder mäh, dann eine Zeit lang richtig schrecklich und nach so 4 bis 5 Tagen sind sie eigentlich ziemlich hübsch in meinen Augen. Ich habe es meiner Meinung nach ein bisschen zu dunkel gemacht, zu viel schraffiert im Gesicht. Es sieht ein bisschen patchy und fleckig aus. Die Haare sind schön geworden und darum geht's. Also das ist gut. Als nächstes kam das Thema Raven oder auch Rabe übersetzt. Und hier muss ich sagen, fing ich an, mich ein bisschen an Inktober zu stören oder einfach an meiner
Mentalität diesbezüglich. Denn ich hatte tatsächlich einfach nie Zeit zu malen. Habe es immer auf mitten in der Nacht verschoben und dann musste ich es einfach schnell, schnell, schnell machen. Und hier bei Raven, ich hätte unheimlich gerne irgendwie eine Frau in so einer Art Rabenkostüm gemacht oder irgend so ein Hybrid. Aber ich hatte einfach keine Zeit und ich musste lange skizzieren und nachdenken und dann dachte ich, okay, komm, du machst einfach einen Raben. Richtig unkreativ. Aber es ist ganz schön geworden. Der Rabe ist sogar mein Liebling mittlerweile. Aber ich hätte trotzdem gerne was anderes gemacht und ich glaube, wenn ich den Zeitdruck dahinter nicht gehabt hätte, dann hätte ich es anders gemacht. Aber andererseits, wenn ich Inktober nicht gehabt hätte, welches mir den Zeitdruck gegeben hätte, hätte ich auch generell wahrscheinlich keine Rabenfrau gemalt. Versteht ihr, was ich meine? Also, es musste so kommen. Ich habe hier übrigens versucht, größtenteils nur mit meinem Pinsel und nicht mit der Feder zu arbeiten. Hat ganz gut funktioniert. Not gonna lie. Als nächstes kommt ein Bild, was konzeptionell gesehen mein Liebling ist, aber leider ein bisschen umsetzungstechnisch ihre Magie verloren hat. Und zwar ist das das Kunstwerk für Tag 6, nämlich Spirit. Spirit heißt übersetzt Geist. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht einfach so einen Geist malen möchte, sondern einen Waldgeist. Ich weiß nicht, ob das japanisch ist. Ehrlich gesagt habe ich mich davon Prinzessin Mononokes Waldgeist Hirsch inspirieren lassen, mit diesem langen Hals und dieser Maske. Ich fand das gleichermaßen gruselig und wunderschön und ich wollte auch so etwas machen, aber dann nicht mit einem Hirsch kombiniert, sondern mit einem Menschen, weil ich gerne Menschen male. Und obwohl ich auch hier wieder richtig spät dran war und keine Zeit hatte, habe ich mich trotzdem hingesetzt und gesagt, Shania, du nimmst dir Zeit für dieses Konzept, denn du hast dich wirklich sehr hier drauf gefreut. Ich kann euch übrigens mal das Konzept zeigen. Ich habe es am PC gezeichnet, so sah es aus. Und ich fand es cool. Ich habe es dann auf Papier gebracht. Und da war es auch ziemlich cool. Ich fand sogar die Bleistiftskizze davon wesentlich schöner als die PC-Skizze. Und als ich die Outlines gemacht habe, hat es mir auch echt gut gefallen. Aber dann ist es ein bisschen den Bach runtergegangen, als ich es ausgemalt habe. Es ist immer noch ganz schön. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbilder bis jetzt, aber irgendwie wird dem dunklen Umhang und dahinter dem dunklen Hintergrund, da fehlt irgendwie der Kontrast. Es sieht ein bisschen komisch aus. Ich hätte den Umhang auf jeden Fall weiß lassen sollen. Kleiner Side-Note übrigens, ich habe das, wie gesagt, mitten in der Nacht gezeichnet und ich musste halt Vorlagen haben. Das war so gruselig. Ich habe einfach um 3 Uhr morgens so Waldgeist. Waldgeist mit langen Helden, gruseligen Masken und ich war direkt wach, sagen wir so. Als nächstes kam das Thema Fan, was man übersetzen kann in unter anderem Ventilator, aber halt auch Fächer. Ich habe mich für Fächer entschieden und da habe ich online so ein Bild gefunden von 2 Personen in sehr kultureller Kleidung mit so einem Fächer und ich fand es total schön. Das habe ich einfach 1:1 umgesetzt. Ist auch ein ganz schönes Endergebnis meiner Meinung nach. So, und kommen wir nun zum allerletzten Bild im heutigen Video. Tag 8, das Thema Watch. Ich habe sehr lange nach Ideen gefunden, wie ich eine Uhr künstlerisch umsetzen kann. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, eine Uhr zu zeichnen. So mechanische Sachen liegen mir einfach nicht und da habe ich auch keinen Spaß dran. Und dann ist mir einfach irgendwann spontan die Idee gekommen, einfach meine Katzen zu malen, wie sie aus dem Fenster watchen. Es zählt in meinen Augen. Verklagt mich doch.
Ja, und hier seht ihr nochmal die ganzen Endergebnisse, alle Bildchen zusammen. Und ich nutze hier mal die Zeit, um auf die Frage einzugehen. Hat Inktober mir Spaß gemacht oder habe ich was gelernt? Weil ich wollte das ja vor allem machen, um Spaß zu haben und zweitens, um mich mehr mit Tinte auseinanderzusetzen, da mir das Medium doch sehr gefallen hat in dem Unboxing-Video. Und ich habe das Gefühl, es ist meine Aufgabe als Vorbildsfunktion, als Vorbildsperson, zu sagen, dass es gut und empfehlenswert ist. Vor allem sage ich immer wieder, dass es wichtig ist, täglich zu zeichnen, aber mittlerweile... Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte ein bisschen Spaß, aber meistens war ich ehrlich gesagt einfach nur frustriert, genervt und ich hatte keine Lust. Ich habe sogar zwischendurch wirklich so etwas wie einen Artblock verspürt und das hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Und das, obwohl ich tagtäglich gezeichnet habe. Ich glaube tatsächlich einfach, dass es zu viel auf einmal ist. Es ist ein Medium, welches ich nicht beherrsche. Es sind vorgeschriebene Themen, zu denen ich mir was erfinden muss und was auch noch irgendwie mit meinem Stil und das, was ich mag, zusammenpassen muss. Das ist auch wirklich ein riesiger konzeptioneller Prozess, der schon ordentlich lange bei mir dauert. Und drittens, ich muss jeden Tag was zeichnen und ich habe meistens einfach nicht die Zeit dafür und dann stresse ich mich. Ich muss ja auch noch täglich sowieso schon zeichnen für die Videos und meistens bin ich danach einfach kreativ ausgelaugt. Ich habe dann keine Lust mehr, um zu zeichnen und dann vor allem nicht mit einem Medium, womit ich noch warm werden muss. Ja, also zusammengefasst, ich fand Inktober bis jetzt enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ich hatte mir mehr davon erhofft. Vor allem auch die Endergebnisse. Wenn die wenigstens wirklich so wow wären, dann wäre ich glücklich. Aber sie sind alle halt meh. Und halt der Rabe, der mir am besten gefällt, der ist halt trotzdem nicht das, was ich eigentlich wollte. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich jetzt mache. Es liegen ja noch über 20 Tage vor mir. Ob ich aufgeben soll, ob ich es lassen soll. Was ich eigentlich nicht möchte, weil ich euch nicht enttäuschen möchte und weil ich mich selbst nicht enttäuschen möchte. Und dann habe ich halt gedacht, sollte ich einfach was weniger zeichnen? Sollte ich das Medium wechseln? Sollte ich die Themen weglassen? Und am Ende habe ich mich für etwas entschieden, was hoffentlich okay ist für euch. Das habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet am Ende dieses Videos, aber ich werde meine Liste ändern. Ich habe ja eigentlich die hier, die Inktober-Liste und ich werde wechseln auf die Peachtober-Liste. Ich werde es jetzt eine Woche ausprobieren. Wenn es mir nicht gefällt, wechsle ich wieder die Liste. Vielleicht teste ich am Ende einfach nur ganz viele verschiedene Inktober-Listen. Peachtober ist letztendlich das gleiche. Ich glaube, das ist von Apple Cheeks, der amerikanischen YouTuberin, aber zitiert mich nicht darauf. Und das ist halt auch eine Liste mit Begriffe. Die Begriffe gefallen mir aber wesentlich besser. Mit denen kann ich viel mehr anfangen. Und zudem ist das nicht auf Inking bezogen. Also man kann hier das Medium benutzen, worauf man gerade Lust hat. Und ich glaube, das ist ganz gut. Das heißt also, ich kann jeden Tag zeichnen und mich so challengen. Ich habe eine Liste und kann mich sozusagen auf andere neue Sachen fokussieren, aber ich möchte vor allem mit Medien arbeiten, die ich bereits mag. Buntstifte, Acryl und Gouache. Damit ich wenigstens da den Stress weg habe. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem nächsten Sonntag beim nächsten Peachtober-Video dabei. Und ja, schön gesund bleiben, schön kreativ bleiben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Bild euch am besten gefallen hat. Und tschüssi!